Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer weiteren Ausgabe der Gothic 2 Mod Dirty Swamp. In der letzten Folge ist viel passiert. Wir sind aufgenommen worden in die Reihen der Rebellen. Und ja, müssen jetzt die Mine hier weiter erkunden. Ich habe jetzt offscreen das ganze Gold mal hier abgefarmt, damit ihr euch das jetzt nicht nochmal angucken müsst. Und wir schauen uns jetzt hier nochmal einen verschütteten Schacht an. Warte mal Sekunde, habe ich das gespeichert? Ja. Doch, das ist jetzt, ja genau, das ist jetzt Folge 26, oder? Und wir schauen mal, was jetzt hier für ein Schacht freigelegt wurde. Warte mal, da ist ein angehender Rebell. Ah, guck mal einer an. Verjüngung haben wir nochmal. Hier haben wir auch nochmal eine Goldader. Die nehme ich doch mal mit. Nochmal mit. Okay. So, die machen wir nochmal schön leer hier. Perfekt. Wie viel Erz haben wir jetzt? 159. Das wird einen ordentlichen Geldregen geben. So, wer bist du denn? Hallo, du. Was machst du hier? Schnell raus mit dir, bevor noch ein weiteres Beben kommt. Sehe ich so aus, als ob ich mir von dir so etwas sagen lasse? Außerdem bin ich gerade dabei, mir einen Plan auszudenken. Also stör mich nicht. Was für einen Plan? Schau doch mal. Die meisten Goldschürfer sind durch das Erdbeben und die ganzen Crawler hier umgekommen. Die Mine wird erstmal dicht gemacht. Darauf kannst du wetten. Das heißt für uns Schürfer, warten. Ohne Arbeit keine Aufnahme. Ich habe es satt, die ganze Zeit auf einen Klumpen zu hacken. Und auf meine Aufnahme zu warten, habe ich einfach keinen Bock mehr. Ich denke, ich kann mir den Respekt der anderen auch verdienen, indem ich dieses Riesenbiest da hinten platt mache. Wer bist du überhaupt? Malte. Aber mein Name, ha, ist jetzt nicht dein größtes Problem, oder? Wer weiß? Das ist völliger Irrsinn. Womit willst du denn kämpfen? Mit deiner Spitzhacke etwa? Dir ist schon klar, dass das da vorne kein Goldklumpen ist, der sich dein Gehacke einfach so gefallen lässt. Mir egal. Lieber sterbe ich bei diesem Versuch, als schon wieder den ganzen Tag in diesem Scheißloch zu schuften. Oh. Wie wär's, wenn wir das Biest gemeinsam platt machen? Nicht, dass ich das nötig hätte. Ha, aber meinetwegen kannst du mir helfen. Folg mir einfach und lass dich nicht umbringen. Ich werde der Dude es jetzt beim ersten Schlag down. Sind das etwa Minecrawler? Und gleich so viele von denen. Und jetzt wird mir klar, wieso hier alle tot sind. Ich verreck doch instant, Alter. Weniger. Okay. Gut, dass sie den komplett ignorieren und auf mich gehen. Oh, das war jetzt schlecht, das ist zurückgewichen. Ja, ich glaube, diese beste Rüstung war jetzt schon sehr dringend nötig. Aber eine Mutter, Multicrawler ist jetzt hier nicht am Start, ne? Der Dude verreckt doch jetzt gleich. Garantiert, kannst du mir nicht erzählen. Ah, ist ein Bossgegner, ja. Ist nicht tot. Oh, damn. Ja, natürlich ist er draufgegangen. Er tot. Ah, er lebt noch, tatsächlich. Oh, wer hätte es gedacht, der hat ihn tatsächlich runtergehauen. Komm mal, Alter, jetzt schwing mal hier nicht so großes Maul, hilf mir jetzt mal. Wenn er mit dem anderen Verbleib hält, dann wäre das schon mal ein Anfang. Ja, natürlich ist jetzt einer gespawnt. Aber das funktioniert so nicht.
Der verreckt doch jetzt garantiert. Das überlebt er garantiert nicht. Und wenn doch, dann geht das hier nicht mit recht Ding zu. Ich die den einfach in die Mangel nehmen. Aber ich glaube, der ist unsterblich. Ich glaube, das ist ein Quest-Dude, der mir hier bei dem Kampf helfen soll. Und hier spawnen jedes Mal jetzt solche Crawler. Der hat einfach nur ultra viel Leben. Und bei der Mutter spawnen hier immer. Das ist jetzt bitte okay. Aber der kann sterben. Der haut den echt weg. Der hat den echt platt gemacht. Und der hat noch vor allem das Leben. Das Biest dürfte nicht mehr so schnell aufstehen. Hier hast du ein paar Goldbrocken für deine Hilfe. Hab genug davon. Und was willst du jetzt tun? Ich werde mal mit Dirk reden. Ah, Dirk ist... Ach ja. Na gut. Ich werde schon jemanden finden, mit dem ich darüber reden kann. Moment. Du bist doch Mitglied im Lager, oder? Könntest du meinen Namen bei Raymond fallen lassen, wenn du ihm Bericht erstattest? Nicht, dass ich das nötig hätte. Aber schaden kann's ja auch nicht. Ich schau mal, was sich machen lässt. Oh Mann. Ich, ehrlich gesagt, für seinen großkotzigen Auftritt hier habe ich eigentlich gar keinen Bock, ihm irgendwie Fürsprecher zu spielen. Ich weiß nicht. Das geht mir einen Schritt zu weit. Hä, wieso? Hä? Ach so, weil es zu weit weg war. Mann, der Typ ist so ein Großkotz. Ehrlich gesagt will ich dem jetzt hier kein Wort einlegen. Ich weiß nicht. Naja, mal sehen. Vielleicht. Er war mir ja schon eine Hilfe. Das muss man ja schon lassen. Muss man ihm schon lassen. Wir werden einfach mal speichern und mal gucken, was dann passiert. Ich glaube, ich werde schon die Entscheidung irgendwie haben. So. Okay, zumindest können wir uns jetzt den ganzen Loot reinziehen. Oder wie Bloodwind das ganze Gold. Gut, den habe ich schon geplündert. Wir haben ja noch ein paar Adern, die ich mir jetzt einfach gönne. Aber Leute, ich sag's euch, das wird so ein richtig dicker Geldregen werden bei Justin. Ich sag's euch. Oh, was haben wir hier noch? Ring des Lebens. Immerhin 10% Bonus. Lebensenergie, nicht schlecht. Schutz vor Waffen, erhöht Giftresistenz, nehme ich jetzt mal weg und wir erhöhen stattdessen unsere Lebensenergie. Klingt sehr verlockend. Ja, das war jetzt unser zweiter Bossgegner, gegen den wir jetzt hier gekämpft haben. Der erste Bossgegner war ja die Ratte gewesen. Jetzt haben wir hier so einen Boss-Minecrawler. Sehr gut in Szene gesetzt, meiner Meinung nach. Auch mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad. Also für meine Verhältnisse, muss man immer dazu sagen. Okay. Ja, ihr könnt ja gerne jetzt noch ein bisschen vorspulen, die jetzt hier auf YouTube schauen. Oh. Ui, guck mal da. Eine Drachenwurzel. Sehr schön. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Gold schürfen, also ihr könnt das jetzt gerne auf YouTube vielleicht kurz vorspulen, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob das jetzt so groß spannend ist. Ich kann vielleicht mal gucken. Vielleicht erzähle ich mal einen Schwenk aus meinem Leben. Ach nee, warte mal, mein Leben ist ja super langweilig, hab ich schon wieder vergessen. Nee, aber es ist gerade super warm hier drin. Nicht so geil. Ich weiß nicht. So spontan aus dem Stegreif irgendwas Interessantes zu erzählen. Man möchte meinen, nach 10 Jahren Let's Plays dürfte mir das ja eigentlich relativ einfach fallen, aber ehrlich gesagt, hat sich da gar nichts getan, muss ich ehrlich sein. Das jetzt aus dem Stegreif irgendwas zu erzählen, das ist einfach irgendwie nicht wirklich drin. Und über meine Bootstour, die ich jetzt am Wochenende gemacht habe, habe ich ja schon in den letzten Folgen so ein bisschen erzählt. Ich weiß nicht, manchmal tue ich mich auch so ein bisschen schwer, so privaten Kram zu erklären oder zu erzählen, so weil ich dann immer nicht so richtig weiß, okay, ist das jetzt angebracht oder eigentlich ja nicht. Dafür ist es ja privat so. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen.
Oh, hier haben wir noch einen Pfeil rausgeholt, sehr gut. Wie viele Pfeile habe ich jetzt eigentlich? Boah, 6 Schüsse noch, das ist ein bisschen dünn. Gut, aber was ich jetzt mal machen werde, jetzt erstmal Bericht abliefern und mein Golderz werde ich abliefern. Ich speichere nochmal ganz kurz, ich habe Angst, dass jetzt hier noch irgendein Überraschungsskelett spawnt oder so. Wundern würde es mich jetzt hier nicht. Aber sicher ist sicher. Oh, noch ein Pfeil, sehr gut. Okay. Schön, dich zu sehen. Was war das für ein Schrei gerade eben? Den konnte man bis hier vorne hören. Ach das. Dort hinten in einem Schacht war ein riesiger Crawler. Der muss schon einige Jahre auf dem Buckel gehabt haben. So riesig wie der war. Und du hast dich einfach mit diesem Biest angelegt, ohne mir Bescheid zu sagen? Dieser Hitzkopf Malte hat sich ohne Zögern in den Kampf gestürzt. Also blieb mir auch nichts anderes übrig. Schließlich wollte ich ihn das nicht allein machen lassen. Noch ein Überlebender? Was ist mit diesem Malte geschehen? Der läuft hier noch irgendwo herum. Dann ist ja gut. Ich dachte schon, er wäre bei seiner Aktion umgekommen. Damit hättest du wohl deine erste Bewährungsprobe bestanden, was? Sieht so aus. Aber ich hoffe, sowas ist hier nicht an der Tagesordnung. Tja, jetzt weißt du, worauf du dich da eingelassen hast. Aber Spaß beiseite. Dieser Mineneinsturz war ein großer Schlag für unser Lager. Ich hoffe, dass wir uns schnell davon erholen. So langsam wird es Zeit, dass wir wieder aus diesem Sumpf herauskommen. Wenn wir als Rebellen nicht weiter wachsen, dann sehe ich keine guten Chancen, etwas gegen den König zu unternehmen. Aber genug davon. Du solltest Ray so schnell wie möglich Bericht erstatten. Bin schon unterwegs. Wir sehen uns. Okay, machen wir das mal. Das haben wir jetzt hier also abgeschlossen. Kai, hey, kann ich jetzt eine Stärke bei dir lernen? Warum bringt er mir keine Stärke mehr bei? Der ist doch hier eingetragener Lehrer. Für Stärke und Geschick? Ach, kann mir nur für den Anfang beibringen, Stärke und Geschickter zu werden. Ach so. Ach so. Wer kann mir denn jetzt hier noch Stärke beibringen? Es gibt keinen Stärkelehrer mehr hier. Das Rebellenlager hat keinen Stärkelehrer nach Kyle. Ray meinte, ich könnte meine Taverne nach Lehrern umhören. Nahkampf Hector. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, ich muss irgendwie nochmal Stärkelehrer finden. Hier gibt's keine Stärkelehrer mehr. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Tja. Wild. Aber gut, vielleicht... Achso, warte mal. Hier, dieser Arena-Dude hier vorne. Kann der mir nicht Stärke beibringen? Komm schon, das würde doch passen. Jeder Morgen. Hey, Morgen. Stör mich nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Okay, ich muss aber echt nach einem Stärkelehrer suchen. Der Schürfer Malte und ich haben ein Crawlernest in einem freigelegten Schacht ausgerottet. Ein Crawlernest also. Sehr gut. Dann brauchen wir uns darum keine Sorgen mehr zu machen. Sag diesem Malte, dass er sich bei mir melden soll. Hier hast du ein wenig Gold für deine Mühen. Wegen der Mine? Ja. Noch nichts Neues. Hä? Okay. Also offenbar muss ich mich doch durch diese 2 Skelette da durchkämpfen, die da bei der Gruft sind, um mir die Gruft genauer anzuschauen. Gut, macht ja auch Sinn, ich war ja noch nicht vollständig da drin gewesen, aber gut. Hey, Malte! Malte, Ray möchte mit dir sprechen. Also hast du es ihm wirklich erzählt? Dann bin ich ja so gut wie drin. Danke, Mann. Doch, ey. Ich mag den irgendwie nicht direkt unsympathisch gemacht. Mit seiner hochnäsigen Arroganz. Na gut, ich bringe das ganze Gold jetzt aber erstmal zu Justin und streiche mir jetzt erstmal richtig fett Kohle ein. Und danach gehe ich nochmal in die Taverne. Es muss doch hier irgend noch einen Stärkelehrer geben. Das kannst du mir nicht erzählen. Irgendeiner hier muss doch noch beibringen, Stärke zu lehren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt hier 247. Immer schön den Hammer schwingen. Das dürfte jetzt richtig fetten Goldregen geben. Also erstmal beklaue ich ihn. So, hier. Ich habe Golderz für dich. Ich habe Golderz für dich. Junge, es gab 1235 Brocken. Und ein Level up. Richtig nice. Jetzt haben wir 18 Lernpunkte. Sehr stark. Tja. Aber jetzt brauche ich einen Lehrer. Ich brauche jetzt einfach einen Lehrer.
Ohne Lehrer komme ich jetzt hier nicht weiter. Es muss doch jetzt hier irgendjemanden geben, der Stärke beibringen kann. Vielleicht der Olaf selber. Glückwunsch zu deiner Aufnahme. Hab mir gleich gedacht, dass du das Zeug dazu hast. Oh, von nichts kommt nichts. Das stimmt allerdings. Jakal, auf ein Wort? Ah, neuer. Ich bin mir sicher, du machst dich gerade nützlich. Ganz toll. Kann ich mir irgendeine Waffe kaufen oder gibt es da was zu beachten? Egal, ob du mit einer Einhand- oder Zweihandwaffe in den Kampf ziehst. Ausschlaggebend dafür ist dein Gegner. Manche Gegner sind gegen Klingenschaden resistenter als gegen stumpfen Schaden. Bei anderen ist es umgekehrt. Gegen Reptilien wie Warane, Lurker oder Snapper sind stumpfe Waffen wie Hämmer und Keulen zum Beispiel nicht zu gebrauchen. Es lohnt sich also immer, eine Auswahl an Waffen mit dir herumzuschleppen, damit du für jede Situation gewappnet bist. Soll das jetzt Werbung dafür sein, besonders viele Waffen bei dir zu kaufen? Natürlich. Okay, er ist wenigstens ehrlich, das muss man ihm lassen. Zeig mir deine Waffen. Er kann mir aber nichts beibringen. Warte mal, ich habe mir die Rüstung eigentlich noch gar nicht richtig angesehen. Das ist meine alte Rüstung hier. 24 vor Waffen, 20 vor Pfeilen und die hier 45 vor Waffen, 42 vor Pfeilen. Das ist auf jeden Fall ein heftiger Unterschied. Er bringt mir wirklich nur Zweihand bei, aber nicht Stärke. Das ist wirklich echt mies. Sorry, Mann. Ich bin beschäftigt. Okay, ich muss jetzt einfach nochmal in die Taverne gehen und nochmal den Wirt fragen, wer mir hier Stärke bringt. Das gibt's doch gar nicht. Oder Rick vielleicht, komm hier, der schwingt ja die ganze Zeit seine Ork-Axt. Hab gehört, dass du jetzt einer von uns bist. Da hast du richtig gehört. Nicht schlecht, Bürschchen. Das ging ja ganz schön schnell bei dir. Weißt du was? Ab heute bist du mein Rivale. Dein was? Lass uns beide unser Bestes geben und große Taten vollbringen. Denn in uns blüht die Kraft der Jugend. Ah, schon klar. Ich würde ja ganz gerne... Heute schon die Axt geschwungen. Ich würde ganz Ruhm gerne... und Ehre. Kraft in mir blühen lassen, aber es gibt ja niemanden, der mir dabei helfen kann. Hey, Captain. Yo, ho, ho. Und ne Buddel voll Rum. Hey, Johnny. Ei? Hey, José. Was denn noch? Okay, den ziehe ich erstmal ab. Diesen Kick. Du hast nicht zufällig auch schon von dieser Diebesgilde gehört? Gibt es eine? Ja. Ich dachte, dich würde das interessieren. Ich trete sofort bei. Das geht doch so einfach, oder? Setz dich mal mit Quentin in Verbindung. Er erklärt dir alles Weitere. Ich wollte schon immer in einer Diebesgilde sein. Klasse! Psst, nicht so laut. Okay. Ob das jetzt eine gute Idee war? Hat er jetzt eh schon jeder gehört. Tja. Hey, Patty. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen? Ich will wissen, wer mir hier was beibringen kann. Das kann ja nicht so schwer sein. Ey, das gibt's nicht. Es gibt keinen Stärkelehrer in diesem Lager. Das ist absolut, das ist absolut hey, frech. Jens. Es geht nichts über Brandix rum. Prost! Es gibt's einfach nicht. Es gibt keinen Stärkelehrer mehr. Warte mal, habe ich irgendwas übersehen? Phantom, bla bla, effektiv im Nahkampf, kurze Waffen, geschickt. Mike kann mir am besten zeigen, wie ich mich verstecken kann. Keil bringt mir für den Anfang Stärke und Geschick bei. Keil kann mir jetzt noch mit der Armbrust helfen. Hector macht halt Nahkampf. Dolok Tricks mit dem Bogen. Hector Zweihand. Ivan Einhand. Horst Taschendiebstahl. Rocco Schleichen. Alberto ist tot. Und Jiran macht nur noch Magie und Magie-Regeneration. Alter, das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Wait a second. Vielleicht gibt's einen Lehrer im eingeborenen Dorf. Och, Leute. Ja.
Nee, da gibt's nur Bogi, der kann mir zeigen, wie ich Reptilien heute nehme und Seraphia auch über Zauber überbringe. Das gibt's gar nicht. Ich habe keinen Stärkelehrer mehr. Ich komme nicht weiter, weil ich keinen Stärkelehrer mehr finde. Ich kann keine besseren Waffen nutzen und dementsprechend kann ich jetzt auch nicht im Spiel weiter voranschreiten. Das ist doch jetzt mies. Ich habe jetzt locker mit jedem gequatscht, aber keiner kann mir hier was beibringen. Warte mal, was ist mit Laszlo? Laszlo hat doch immer so ein großes Maul gehabt. Glückwunsch! Ja, danke, Marik. Hey! Verpiss dich! Oh Mann, Alter. Meinen Respekt, dass du es tatsächlich geschafft hast. Was hast du jetzt vor, abgesehen von deinen Pflichten im Lager? Das weiß ich noch nicht so genau. Na dann, halt dich ran! Ja, ich will einen Stärkelehrer finden. Zeig mir deine Waren. Oh, weia. Warte. Okay. Ich verkaufe dem jetzt erstmal ein bisschen Kram. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Geld bekommen hier. Crawler-Zangen können weg. Also ein bisschen Geld bekommen. Ich habe jetzt richtig viel Geld, endlich mal. So viel Geld hatte ich zuvor noch nie gehabt. Oha, ein Gardeschwert. Interessant. Das gucke ich mir gleich mal genauer an. Die ganzen Spitzhangen können weg, bis auf eine. Armbrust kann weg. Pfeile war ich noch, die Bolzen können weg. Jetzt haben wir über 2000 Gold, das ist doch schon mal geil. Tja, aber ich kann es nicht ausgeben. Was kann das Gardeschwert? Das macht 30 Schaden. Ja, geil, nehme ich. Cool. Sehr gut, aber ein besseres Schwert erstmal. Aber ich will ja eigentlich das Breitschwert. Manni, kann mir Manni vielleicht Stärke beibringen? Komm schon, Manni, bitte. Irgendwas Nützliches musst du doch machen können. Manni. Weitergehen. Scheiße, ey. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich für den irgendwelche Lehrer-Dialoge einsprechen musste, also von daher. Okay. Wirklich? Ich habe jetzt mal kurz gecheatet, mehr oder weniger. Ich habe jetzt mal in den Chat geguckt und da wurde jetzt gerade geschrieben, dass Johnny Stärke beibringen kann bis 50. Das heißt, das werde ich bei Patty erstmal kurz erfragen müssen, weil sonst habe ich mit Johnny nicht diese Dialogoption wahrscheinlich, oder? Ich brauche Informationen. Was willst du wissen? Was weißt du über Johnny? Er war Entertruppführer, als wir noch zur See gefahren sind. Außerdem ist er ein sehr guter Kämpfer. Hat uns mit seinen Stärkeübungen immer auf Trab gehalten. Okay. Meinst du, er könnte mir auch was beibringen? Wenn du ihn ganz lieb darum bittest? Ach ja, da ist noch etwas. Ihm wurde vor einiger Zeit sein Sextant gestohlen. Er hat mich gebeten, jedem davon zu erzählen. Johnny muss sehr an dem Ding hängen. Also, falls du ihn finden solltest... Sag ich ihm Bescheid. Mach ich. Gut, das haben wir zum Glück schon erledigt. Also das ist jetzt nicht so. Das tut nicht Not. Aber sehr gut, das war die Information, die ich jetzt gebraucht habe. Es wäre auch ein bisschen absurd gewesen, wenn es hier keinen Stärkelehrer geben würde mehr. Man sagt, du seist ein sehr guter Kämpfer. Und ich soll dir beibringen, stärker zu werden. Habe ich recht? Ja, richtig. Aber woher? Ich verstehe das schon. Jeder Neue, der mal mit Patty geredet hat, fragt mich das. Und? Bringst du mir was bei? Hab eh nicht viel zu tun hier. Und ich brauche hier nicht den ganzen Tag saufen. Wenn du denkst, du bist noch nicht stark genug, komm mal zu mir. Danke für das Angebot. Bis später dann. Eins noch, wenn's dir ernst damit ist, komm regelmäßig her. So wie du im Moment aussiehst, könnte dich jede Blutfliege umklatschen. Yes. Ich will stärker werden. Yes, unbedingt. Sehr gut. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. Erstmal ins Gym mit Johnny. Klingt nach einem eigenen Format. Jetzt können wir auf jeden Fall erstmal dieses Breitschwert tragen. Oder auch diesen Wirbelbrecher. Der macht nochmal ordentlich Schaden mehr. Dafür bin ich zu schwach. Okay, easy. Ich lerne jetzt nochmal. Ich werde jetzt einfach nochmal 5 Stärke investieren. Ich will. Und dann kann ich das krasse Schwert tragen. Was ich irgend. Das war gut. Mein Preis in der Arena, den ich damals gewonnen hatte. Der Siegbringer. 46 Damage. Brudi, jetzt geht's ab. Das heißt, den anderen Kram, den werde ich jetzt erstmal verkaufen. Außer diese Keule. Sachen jetzt erstmal verkaufen. So, okay, sehr gut. Sehr gut. Jetzt haben wir hier erstmal das erledigt. Okay. Was mache ich denn jetzt noch? Jetzt. Achso, warte mal, ein besserer Bogen wäre vielleicht auch mal eine Option. Aktuell habe ich den Heckenbogen. Den Weidenbogen. Dafür bräuchte ich aber 50 Geschick. Aber den will ich.
Auch wenn ich den jetzt noch nicht nutzen kann, aber später. Was soll ich Grobmotorika denn damit? Okay, dafür brauche ich noch 2 Lernpunkte. Aber das ist nicht schlimm. Was mache ich jetzt noch mit diesen 8 Lernpunkten, die mir jetzt noch gegeben sind? Diese Rückenstichfähigkeit, aber da brauche ich einen Dolch. Ob ich jetzt damit noch anfangen will, ey, ich weiß nicht. Aber andererseits könnte das eigentlich ganz nützlich sein. Quentin, gut, Quentin ist jetzt eh weg. Gut, wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Ich würde jetzt erstmal... Vielleicht spare ich mir diese 8 Lernpunkte erstmal auf und... Zu weit weg. Und überlege mir das nochmal, was ich damit jetzt machen will. Vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen... Wie soll ich in dieser Situation denn ruhig schlafen? Oh Mann. Erstmal sollte ich für Ray in der Goldmine nach dem Rechten sehen. Ja, das habe ich vergessen. Das müssen wir noch machen. Komm, warte mal. Ich lerne jetzt noch 5 auf Geschick. Prost. Dann ist auch das Taschendiebstahl und Schlösserknack noch besser. Das mache ich. Warte mal. Quentin? Wo ist denn der jetzt? Der wird vielleicht oben irgendwo pennen schon. Aber ist mir egal. Dann wecke ich den jetzt nochmal. Komm, nee, komm. 5 setzen wir jetzt mal auf Geschick. Und dann hebe ich mir noch 3 Lernpunkte auf. Nein, wo ist denn der jetzt? Ah, bitter. Egal, gut. Dann halt jetzt erstmal nicht. Aber ich habe jetzt halt auch nur 7 Pfeile. Ach, da hinten liegt der, glaube ich. Oder ist er das? Er hat es also geschafft. Nee, ist es Marek, Mist. Okay, keine Ahnung, wo Quentin ist. Ist auch egal. Ich mache es jetzt einfach so. Ich versuche jetzt, dieses Skelett einfach so zu klatschen. Das wird schon irgendwie hinhauen. Habe ich noch ein bisschen... Warte mal, vielleicht kann ich... Ja, warte mal. Ich glaube, gegen die Skelette wird der Wirbelbrecher mehr Damage machen. Macht ja Sinn, ne? Also eine Keule oder so macht ja eigentlich mehr Schaden als ein Schwert. Und ich habe jetzt diese eine Fähigkeit noch gelernt vor 1-2 Folgen mit der Keule. Die kann ich nochmal ausprobieren. Hi. Ja, moin. Was geht? Dieses Hi war aber auch gerade ziemlich random, muss ich sagen. Jetzt entspannen sie hier, die Jungs. Wer ist das denn? Ach, der Lars. So, na gut, da gehe ich jetzt nochmal rein. Diese Skelette schaffe. I don't know. Aber ich kann zumindest, das weiß ich ja zum Glück schon, ich kann zumindest ein einzelnes rauslocken. Das ist doch zumindest schon mal eine feine Sache. Okay. Aber die Leiche vom Brunto habe ich auch noch nicht gefunden. Das finde ich sehr suspicious alles. So ein Apfel, ein Stück Brot und ein Stück Käse. Ist genau das Richtige. Zur Stärkung. Habe ich dich eigentlich schon geschürft? Ja, habe ich schon. So, da würde ich sagen, ich speichere das Ganze hier ab. Und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen, liebe Freunde. Bis zur nächsten Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Macht's gut, bleibt gesund. Und ciao.